Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Kuchenfee und ich bin gerade richtig krass im Zeitdruck. Wir haben ziemlich genau 18 Uhr und um 20 Uhr sind wir auf eine Grillfeier, eine Grillparty eingeladen. Ich habe gesagt, ich bringe Blechkuchen mit, zwei Stück direkt. Habe ich noch nicht. Ich dachte, wir machen das jetzt mal zusammen und ich zeige euch, wie ich backe, wenn ich eigentlich nicht die Kameras laufen habe. Das heißt, mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich wollte das super, super einfach halten und orientiere mich an dem Boden für die beiden Bleche an einem Rezept, was ich euch schon mal gezeigt habe. Das ist das Streuselkuchen mit Kirschenrezept. Verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. Das Rezept doppel ich nicht sogar, sondern dreifache das, damit ich erstens genug für die Böden habe und eventuell auch schon was an Streuselmenge überbleibt, was ich dann tatsächlich oben drüber streuseln kann. Also los geht's. Alle Zutaten, die ich hier stehen habe, mal so nebenbei, das ist keine Werbung. Ich habe einfach nur alles an Zutaten rausgepflückt, was ich so in den Schränken hatte und damit arbeiten wir jetzt. Es ist nichts abgewogen oder so, es muss einfach schnell gehen und das seht ihr jetzt gleich auch. Butter. Wie viel ist das hier? 500, ja. Ich weiß nicht genau warum, aber für Streuselkuchen, also so Blechkuchen, benutze ich super gerne Margarine tatsächlich. Hat meine Oma irgendwie immer gemacht, auch genau mit der Firma hier. Und deswegen greife ich jetzt auch dazu, abgesehen davon, dass es auch einfach was günstiger ist. Wenn man viele Leute füttern möchte, dann ist das einfach ein bisschen angenehmer. So, hier. Noch eins. Ich mache halb-halb. Gucken, wie lange ich brauche. Aha. Meine Butter-Zucker-Mischung hier lasse ich jetzt für einen kurzen Moment einfach nur laufen. Oh, das wird so scheiße voll. Oh Gott. Lass ich jetzt für einen kurzen Moment laufen, dass die einmal kurz Zeit hat, so ein bisschen zusammenkommen. Und dann kommt jetzt gleich aber auch direkt das Mehl und die restlichen Zutaten dazu. Ich habe die Vermutung, das wird nicht in die Schüssel passen, aber wir legen es ja drauf an. So, Eier können auch noch direkt dazu. Eins. Zwei. Belassen wir es erstmal bei zwei. Und dann kommt das Mehl. Oh oh. Oh, da ist noch nicht alles an Mehl drin. Wir legen es drauf an. Okay. Oh, shit. Oh, oh. Okay. Erstmal gut genug vermengt, weil ein Großteil hiervon wird ja jetzt eh als Boden benutzt. Und gleich lasse ich das nochmal laufen, damit wir da Streusel rauskriegen. Schaut mal, das ist eines der wenigen Sachen, die ich jetzt wirklich vorbereitet habe. Und zwar habe ich mir hier zwei ganz normale Bleche genommen, um den einen Rahmen gestellt, um den anderen nicht. Weil das eine Blech hier möchte ich gleich mit so einer Art Käsesahne, nenne ich Käsesahne, aber so eine Art Käsekuchenfüllung machen. Deswegen ist hier der Rahmen drum und bei dem nicht, weil da gleich einfach nur noch die Streusel und die Kirschen drauf kommen. Und dann ist das schon fertig. Okay,
das reicht mir hier erstmal bei dem Kirschblech, bin ich auch nicht so pingelig, weil ich mir denke, es ist halt ein Streuselkuchen, es ist eine Gartenparty, da muss nicht so viel Ordnung sein. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich das Glas natürlich nicht aufbekomme mit fertigen Fingern. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich die Kirschen abbinden. Das habe ich euch ja in dem Video, was ich eben erzählt habe, wo ich den Streuselkuchen in rund, in normal quasi mache. Da binde ich die Kirschen auch mit ein bisschen Speisestärke auf dem Herd in einem Topf ab. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das machen. Aber wie erwähnt, bin ich einfach unter Zeitdruck. Deswegen werden die heute mal nicht abgebunden. Ich mache so 170 Umluft. Einfach mal laufen lassen. Und jetzt komme ich auch schon hierzu. Schieben wir es mal so hin. Zur Käsekuchenmasse. Dafür habe ich kein richtiges Rezept im Kopf, sondern eher so eine Art Resteverwertung geplant, die hier vorne steht. Das heißt, ich habe so die typischen Käsekuchen-Zutaten. Ich habe ein bisschen Sahne, Quark, ich habe was Schmand und verrühre das im Endeffekt einmal mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Speisestärke, ein paar Eier, ein bisschen Vanille darf natürlich auch nie fehlen. Ja, und dann wird das im Endeffekt einmal verrührt und auch wieder drüber geschmissen. Und dann haben wir sie eigentlich auch schon so gut wie im Ofen. Ich muss auf jeden Fall noch einmal Streusel anmachen, weil meine Schüssel schon fast leer ist. Und auf beide Kuchen sollen halt auch Streusel kommen. Upp. Ein bisschen Schmand. Schadet auch nie. Und noch einen Schluck Sahne. Schätzen. Ich verrühre das Ganze mal, glaube aber nicht, dass das süß genug ist und gebe dann natürlich nach Bedarf noch was dazu. Ein Handrührgerät nehmen. Gut, dann kommen hier noch ein paar Eier rein und so ein Esslöffel auf 2 Speisestärke. Ihr könntet auch ein Tütchen Puddingpulver zum Beispiel da reinschmeißen. Solange das irgendwie abgebunden wird, seid ihr halt gut dabei. So. Bevor ich jetzt meine Quarkmasse hier drauf gebe, mache ich erst noch die Streusel fertig, weil ich sonst Schiss hätte, dass mir die Masse aus dem Rahmen so ein bisschen rausläuft. Deswegen bleibt das noch kurz so. Jetzt wird es aber voll hier. Und wir machen nochmal, also hier ist noch ein bisschen was drin, aber ich gebe da jetzt einfach die restlichen oder die nochmal 9 Zutaten drauf und lasse das nochmal miteinander vermengen. Was mit dir? 200. Immer wieder Ordnung machen. Ich habe euch ja schon mal gefragt in einem Video, wie das bei euch ist. Während ihr backt, räumt ihr zwischendurch auf oder macht ihr erstmal und dann macht ihr am Ende Ordnung? Schreibt mir das mal nochmal in die Kommentare. Stimmen wir mal ab. Aus. Wunderbar. Okay. Hier packe ich schon mal einiges drauf. Kommt da sonst nichts drauf? Hm. Ja, manchmal muss es schnell gehen. Deswegen, man kann das abbinden, dann so eine Art Kirschpudding kochen. Aber manchmal reicht auch das hier. Erste Runde schon mal in den Ofen. Nach unten.
Jetzt die Quarkfülle drauf. Boah, ich würde da so gerne Rosinen reintun, aber ich würde eigentlich gerne noch mehr Fülle machen. Aber dann habe ich lieber so eine Art dünne Käsekuchenfüllung, die sich dann noch leichter essen lässt und schneller durchbackt. Auch. Das ist irgendwie jetzt gerade mir wichtig. Kommen da auch Kirschen rein? Nein. Da kommen jetzt auch nur noch Streusel drauf. Okay, die Streusel hier lasse ich jetzt nicht von hoher Entfernung da drauf plumpsen, weil die sonst komplett in der Käsekuchenfüllung versinken würden. Die lege ich so ein bisschen behutsamer auf die Füllung drauf. Okay. Und aufi. Oh lala. Chaos. So, bis in 30 Minuten oder so. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 25. Also ungefähr 20 Minuten. Wir mussten einmal kurz eben eine 5 Minuten Telefonpause machen. 20 Minuten, zwei Blechkuchen sind im Ofen. Das ist ein guter Schnitt, finde ich. Mit viel Chaos. Es ist eine halbe Stunde plus so 2-3 Minuten vergangen. Und die letzten 10 Minuten von der Backzeit habe ich den Ofen von 170 auf so 180, 185 hochgedreht, damit ich ein bisschen Farbe oben drauf bekomme. Beim Käsekuchen möchte ich es aber doch so ein bisschen blonder halten, dass der gerade durchgebacken ist. Der ist auf jeden Fall fest, also da wabbelt nichts mehr. So lasse ich den jetzt auskühlen. Den Kirschstreusel, den gebe ich noch so 2-3 Minuten, dass der ein bisschen Farbe bekommt, aber dann kommt der auch schon raus. Und dann haben wir kurz nach 7 und können quasi los. Weil die sind dann fertig und ich komme pünktlich zum Grillen. Ja, dann entlasse ich mich eigentlich, glaube ich, direkt aus dem Video, weil ihr seht jetzt nur noch einigermaßen lecker angerichtet. Ich versuche es auf jeden Fall, obwohl wir die halt erst beim Grillen gleich anschneiden möchten. Aber jetzt kommen noch ein paar Beauty-Shots und wir sehen uns dann im nächsten Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare bitte, wie euch dieses etwas andere Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.